Auf der Autobahn A72 ist heute Morgen ein Milchlaster verunglückt. Der LKW war Richtung Hof unterwegs und geriet bei Reichenbach außer Kontrolle. Grund war vermutlich ein Reifenplatzer. Der Brummi durchbrach die rechte Leitplanke und stürzte eine Böschung hinab. Dabei wurde der LKW-Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall wurde der Anhänger abgerissen und so stark beschädigt, dass ein Teil der geladenen Milch ins Erdreich floss. Mehrere Stunden mussten zwei Spuren der A72 in Richtung Hof gesperrt werden.